Dann haben Sie ja schon erwähnt, dass zu Ihren Aufgaben nicht nur die Ausstellung an sich gehörte, sondern eben auch die Herausgabe eines Katalogs, das ja parallel lief. War das so auch so eine der Herausforderungen? Das war eine Herausforderung, aber eine sehr spannende. Wir haben sehr schnell entschieden, dass dieser Katalog zweisprachig erscheinen wird, in Deutsch und in Englisch. Wir haben eben auch Autoren, die in Englisch geschrieben haben, wie Norman Rosenthal, oder sogar eigentlich ursprünglich auf Griechisch. Das heißt, der Text von Demosthenes Davetas ist vom Griechischen ins Englische und dann ins Deutsche zurück übersetzt. Das sind Herausforderungen. Wir hatten da auch mehrere Übersetzer, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und man muss schon natürlich gucken, auch als Herausgeber mit ja, so gutem Englisch, wie ich das vermag, zu schauen, ist das jetzt die Übersetzung, ist das der Ton, den wir haben wollen? Griechisch kann ich leider nicht. Und es ist ein Katalog mit 6 Beiträgen plus diesem Interview mit Rainer Fetting, das ich sehr spannend finde. Da sitzt man schon im Prinzip ein gutes Jahr dran, dass man also überlegt, welche Themen möchte man in dem Katalog auch wirklich nochmal ausformulieren, welche Themen sind wichtig, was ist das, was Rainer Fetting zu einem ganz besonderen Künstler macht, was sein Werk besonders auszeichnet und wie kann ich das greifen? Und so vergibt man dann auch die Beiträge im Katalog. Eine Kollegin hat unter dem Titel Faszination Malerei sich vor allem auf die Gemälde konzentriert. Ein anderer Kollege hat über die Politikerporträts einen sehr kundigen Aufsatz geschrieben und eben die genannten externen Autoren. Ich habe selber auch einen Beitrag geschrieben. Das ist schon ein umfangreicherer Katalog, 224 Seiten. Wir freuen uns sehr. Sehr schön, natürlich komplett bebildert. Das ist ein tolles Werk. Ja, da möchte ich auch gratulieren. Ich durfte ihn ja schon lesen und so viel Informationen an einem Ort zu Rainer Fetting habe ich vorher noch nie gefunden.